Chef und Armani seit vorigem Jahr bei uns, musste abgegeben werden nach einer schweren Erkrankung des Halters, der, muss man sagen, einer von vielen Haltern gewesen ist im Leben dieses Hundes. Und im Leben dieses Hundes hat es dann also auch Situationen gegeben, wo es zu Problemen gab. Deshalb hat er seitens des Ordnungsamtes eine Maulkorb-Leinpflicht, die man aber mit einer Begutachtung widerlegen könnte. Ansonsten zeigt sich Armani hier im Tierheim unter einer entsprechenden Führung der Tierpfleger unauffällig, unproblematisch, rassetypisch als Schäferhundvertreter. Und wer also dementsprechend den Hund in der Größe sinnvoll beschäftigen und halten kann, der sollte an diesem Hund seine Freude haben. Und ich denke auch, dass man mit einer Begutachtung ihn dann auch wieder ohne Maulkorb und ohne Leine laufen lassen könnte. Für Armani wünschen wir uns Leute, die möglichst ebenerdig leben oder mit wenig Treppen bei der Größe des Hundes, das ist ja immer so ein Problem, die ausreichend Zeit haben, einen Arbeitshund, das ist ein Schäferhund, zu beschäftigen, zu bewegen, die körperlich geeignet sind, eben so einen großen, starken Hund eben auch zu führen und zu beschäftigen. Und spannender ist es eigentlich aus unserer Sicht nicht.